Wir schwingen schon ein, okay. Merke ich. Das finde ich sehr gut. Nur wenn wir länger sprechen, haben wir keinen Content mehr für, gut, fürs Band. Deshalb würde ich sagen... Wir laufen schon. Das können wir jetzt alles senden, sozusagen. Herzlich willkommen bei Ein Thema, zwei Farben, meinem Podcast hier aus dem Jakob-Kaiser-Haus in Berlin. Heute geht es um ein sehr sensibles Thema, wenn man es als Politiker selbst anspricht, nämlich um die Zukunft des Journalismus, die Frage der Meinungspluralität in unserem Land, der Meinungsfreiheit. Und ich habe eine der profiliertesten deutschen Journalistinnen eingeladen und ich freue mich, dass Elisabeth Nia dieser Einladung gefolgt ist. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Lindner. Frau Nia ist bekannt aus Funk und Fernsehen und natürlich Print, da wo sie vor allen Dingen tätig gewesen ist. Sie hat VWL, also Volkswirtschaftslehre, Wirtschaft studiert in Köln, in London und in Washington. Sie war an der Kölner Schule für Wirtschaftsjournalisten, hat dann gearbeitet für den Spiegel. Ich glaube, da haben wir uns dann auch das erste Mal beruflich kennengelernt und sie hat bei der Zeit gearbeitet lange und zuletzt bei der Wirtschaftswoche und heute ist sie nicht mehr im Journalismus tätig, sondern ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Mhm. Ist es eigentlich ungewöhnlich, fällt mir gerade auf, wo ich Ihre Biografie genannt habe, ist es eigentlich ungewöhnlich, mit einem Wirtschaftsstudium in den Journalismus zu gehen? Also ich war ja an einer Schule in Köln, die speziell Journalisten für die Bereiche Wirtschaft und Politik ausgebildet hat. Und die Schule war über viele Jahre weg da eigentlich auch sehr erfolgreich. Also es sind Absolventen der Kölner Schule wirklich in allen großen Medien vertreten und haben wichtige Jobs, eigentlich querbeet. Insofern gibt es da schon einen direkten Weg und ich habe das immer als Riesenvorteil empfunden. Ich glaube, selbst wenn man Politikberichterstattung machen will und nicht in erster Linie klassische Wirtschaftsgeschichten schreiben will, ist das eine sehr gute Ausbildung, ein sehr guter Hintergrund. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass Politiker eigentlich am liebsten mit Journalisten reden, die inhaltlich interessiert sind und nicht in erster Linie sie darüber befragen wollen, gegen welchen innerparteilichen Gegner sie gerade irgendwelche Pläne haben oder wie man die nächste Wahl gewinnt. Insofern hat sich das selbst dann, wenn ich eigentlich in anderer Mission unterwegs war, als glücklich erwiesen, dass ich diesen Background hatte. Jetzt muss ich fast lachen, weil, man würde gerne fachlich befragt werden zu wirtschaftspolitischen oder finanzpolitischen Initiativen, aber leider ist es in der Tat meistens nur, was halten Sie von dem Bewerber für den CDU-Vorsitz oder wie war das nochmal mit Jamaika oder wann treten Sie zurück? Also die fachlich-sachlichen Fragen gehen ein bisschen in den Hintergrund und da speist sich auch meine spontane Einstiegsfrage heraus, ohne dass ich jetzt irgendeine Statistik vor Augen hätte. Aber mein Eindruck ist, dass Ökonomen, Juristen, vielleicht auch Ingenieure, Techniker eher weniger den Weg in den Journalismus, mindestens heute finden, und es mehr Politologen sind, wie ich, nichts gegen Politikwissenschaft, Soziologen, Germanisten, Medienwissenschaftler. Das könnte sein. Es wäre schade, wenn es so wäre. Ich glaube, insgesamt stimmt auf jeden Fall, dass es ja weniger klassische Wirtschaftsberichterstattung gibt. Also als ich angefangen habe, sorry, wenn das so ein bisschen grannyhaft jetzt klingt, es ist halt wirklich über 20 Jahre her und ich bin heute ja auch quasi als Ex-Journalistin hier, aber als jemand auch, der sich diesem Berufsstand immer noch sehr, sehr verbunden fühlt und eigentlich auch gerne drüber spricht, weil ich vielleicht auch ein paar Sachen sagen kann, die ich eher nicht so ausgesprochen hätte, als ich selber noch im Journalistenberuf voll tätig war. Aber also was halt auffällt, ist, dass früher es eine ganz selbstverständliche Verpflichtung gab, zum Beispiel über große und mittelgroße Unternehmen zu berichten. Also was hatte eine Zeitung für die FAZ, für ein großes Team im Wirtschaftsressort, das sich wirklich, das zu den Bilanzpressekonferenzen von Maschinenbauern oder so hingegangen ist. Und jetzt sieht man, dass zum Beispiel so eine
große, auch in vielerlei Hinsicht tolle und ernstzunehmende Redaktion wie die von Zeit Online sagt, Wirtschaftsthemen oder Unternehmensthemen finden bei uns eigentlich als ja, so Arbeitsweltthemen oder als Verbraucherthemen statt, aber nicht mehr, dass wir irgendwie die Bilanz-PK-Pressekonferenz irgendwie wichtig finden. Das hat zur Folge, dass auch ein bestimmtes Bild von Wirtschaft entsteht, was ich problematisch finde. Man redet über Unternehmen wie Siemens, Deutsche Bank, VW, wenn es Skandale da gibt. Und das ist eigentlich schade, weil das einfach ein unheimlich großer Bereich ja auch im Alltagsleben von Menschen ist. Wir haben bei der Wirtschaftswoche deswegen einen Podcast zum Thema Führung gemacht, weil Menschen sich erwiesenermaßen mit kaum einem anderen Lebewesen so viel beschäftigen wie mit ihrem Vorgesetzten. Dazu gibt es Statistiken und dieser, ja, das ist ein wichtiger gesellschaftlicher Bereich, was im Betrieb passiert und deswegen sollte das auch in der Berichterstattung seinen Niederschlag finden. Das kann ich übrigens für die Politik unterstreichen, auch da hat sich die Berichterstattung verändert. Ich erinnere noch, wie auch ich als Schüler und dann auch zu Beginn meiner politischen Arbeit auch als Abgeordneter die Parlamentsberichterstattung verfolgt habe. Und wenn es große Debatten gab, also die Elefantenrunde, Kanzleretat beim Haushalt, dann haben die Zeitungen eine ganze Seite hingelegt. Und es wurde über jede Rede auch der Opposition berichtet, teilweise wunderbar geschrieben, so mit indirekter Rede, schon mit kleinen Einordnungen. So Szenen am Rande. Ihr Kollege Günther Banners von der FAZ war bekannt für so eine spezielle grammatikalische Konstruktion. Die ging dann ungefähr so. Der Bundeskanzler hatte zum SPD-Oppositionsführer zu gehen. Beide wurden in der letzten Reihe gesehen wie, also jetzt nicht unbedingt so die cremigste Form, wie man's Konjunktiv-Arien, ja, genau, ist das bei uns, ja. Ne, wie man das schreiben konnte, aber trotzdem, ich habe es als eigene Kunstform empfunden und in den kleinen Szenen war dann unglaublich viel kodiert, das waren fast so literarische Miniaturen. Viele Grüße an Herrn Banners, wenn er uns zuhört, gab aber auch andere, die so geschrieben haben. Das gibt's heute nicht mehr, sondern es ist Berichterstattung über Personen, über Querelen, über Streit und vielleicht mal ein Tabubruch, der über die Wahrnehmungsschwelle kommt. Aber die Substanz der Berichterstattung, die da drin war, also wo politische Konzepte auch nebeneinander gestellt worden sind, es ist ein wenig verloren gegangen über die von mir so empfundene starke Personalisierung von Politik. Ja, dafür gibt es natürlich auch Gründe. Zum Teil ist die Politik auch selber dran schuld. Also ich erinnere mich noch dran, wie ich so als junge Journalistin beim Spiegel im Wahlkampf so die verschiedenen Wahlprogramme nebeneinander gelegt habe und wir haben dann so Schnittmengen aufwendig gebildet für verschiedene Koalitionen und was dann passieren würde, wer, wenn, mit wem regieren würde, was dann, weiß nicht, in der Verkehrspolitik passiert. Und dann kam der Wahlkampf, nachdem Franz Müntefering, damals glaube ich Generalsekretär der SPD, gesagt hat, aber ist doch klar, dass wir das nicht 1:1 nehmen können, dass wir gesagt haben, wir erhöhen die Mehrwertsteuer nicht. Und danach war es eigentlich vorbei. Er hat im Wortlaut gesagt, die Leute messen uns an unserem Wahlprogramm, an dem, was wir vor der Wahl gesagt haben, das ist nicht fair. Ja, und ich meine, man muss, klar, ich habe jetzt ein Beispiel genommen, aber es gab natürlich viele Erfahrungen in dieser Richtung. Die ganzen rot-grünen Agenda-Jahre haben auch dazu beigetragen, dass eben auch viele Leute Ankündigungen aus der Politik nicht mehr so 1:1 nehmen und dass man auch weiß, sehr viel hängt von Situationen und von Personen ab. Und was so die Bundestagsdebatten angeht, so ein kleiner Trost ist natürlich, dass heutzutage viel mehr Leute über Phoenix oder über Social Media sich auch bestimmte Sachen angucken. Aber die Rolle von Journalisten ist ganz klar eine andere geworden. Da ist viel mehr Deutung, Interpretation dabei. Und vielleicht liegen wir beide bei dem Punkt so ein bisschen auseinander, was davon attraktiv und gut ist und was nicht. Das ist ja schon die Startrampe für Ihre These jetzt. Naja, also ich wundere mich immer so ein bisschen darüber. Also deswegen hat mich gefreut, dass Sie mich eingeladen haben, weil ich weiß, dass Sie sich eigentlich gut mit Medien und Journalismus auskennen, auch mit vielen Kollegen im Gespräch sind und das mit Interesse also verfolgen, was da so in der Medienwelt passiert. Und gleichzeitig habe ich auch von Ihnen immer wieder die Klage gehört oder die Beobachtung, so die Berliner Journalisten seien irgendwie so grünaffin, irgendwie auf von mir, also, was? Nein. Naja, doch, oder?
Und ich finde aus verschiedenen Gründen diese Beobachtung ganz merkwürdig. Also zum einen ist es ja so, dass die ganze Gesellschaft insgesamt sich viel weniger Parteien zugehörig fühlt und viel weniger diese ganze Lagerbildung stattfindet. Warum sollten ausgerechnet Journalisten so parteinah sein, wenn alle anderen sich mal so verhalten und ja auch in ihrem ganzen, weiß nicht, ideologischen Aufstellung, in ihrem ganzen Konsumverhalten nicht mehr so klassisch Großgruppen zugehörig fühlen. Also ich glaube, das trifft so die Lebenswelt vieler Journalisten gar nicht, die mal Argumente aus diesem Bereich oder mal Argumente aus jenem Bereich plausibel finden. Und ich glaube, dann gibt es noch so eine andere Verwechslung. Also nach meinem Geschmack arbeitet ein guter Hauptstadtjournalist so ähnlich wie ein Arzt. Das heißt, er widmet sich mit professioneller Hingabe dem jeweiligen Gegenüber zu und versucht, den möglichst gut zu verstehen und also seinen Job einfach möglichst gut zu machen, in dem Fall kein Skalpell anzusetzen, sondern eher mit einem Kugelschreiber zu arbeiten oder mit einem Mikrofon. Und dadurch entsteht auch unter Umständen ein Vertrauensverhältnis oder eine bestimmte Art von professioneller Nähe, weil das ja zum Job dazugehört. Das ist aber nicht zu verwechseln mit der Meinung, die der Journalist persönlich hat. Und ich glaube, dieses Missverständnis gibt es auf allen Ebenen. Das Missverständnis gibt es bei der Politik, die auch den Medien gern unterstellen, dass irgendwie eine große Strategie oder Verschwörung hinter irgendwas steckt, irgendwie eine grundsätzlich zum Beispiel linke Haltung, obwohl sie sich selber immer dagegen wehren, wenn wir in der Politik andauernd Strategie unterstellen, wo ja auch viel zufällig passiert. Ich glaube, das gilt für beide Welten. Aber es ist eben auch so, dass wir einen Job machen und deswegen also bestimmten Akteuren nah sind, das aber nicht zu verwechseln ist mit der eigenen persönlichen Grunddisposition. Ich gebe aber auch zu, dass es auch Kollegen gibt, die das nicht auseinanderhalten. Ja. Also ich bin der größte Anhänger der Presse- und Medienfreiheit und ich habe mir selbst vor vielen Jahren schon verboten, irgendeine Form von Medienkritik, Medienschelte zu machen. Zum einen, weil ich die Vielfalt der Medienlandschaft und auch die Vielfalt der Redaktionen kenne und zum anderen als Überlebensstrategie. Ja. Denn von Per Steinbrück ist ein Satz überliefert, Journalisten hätten ein Glaskinn. Das heißt, sie teilen aus, aber stecken nicht ein und jedenfalls, ich habe mir das genau durchgelesen, was der Per Steinbrück da gesagt hat. Ich sag's mal so. Und ich würde gerne die Punkte, die Sie jetzt aufgerufen haben, vielleicht mit Ihnen mal so in der Nähe besprechen. Der erste Punkt, der mich interessiert, ist, wie Ihr Eindruck ist. Ich habe das Gefühl, dass im deutschen Journalismus die Grenzen zwischen der neutralen Berichterstattung auf der Basis von Fakten und die Einordnung und auch die Kommentierung nicht mehr so sauber genremäßig getrennt werden. Das fließt ineinander und falls Sie den Eindruck teilen, meine Erklärung dafür ist, es ist so viel online inzwischen, was bearbeitet wird, dass man besondere Reichweite, Klicks erzielt dann, wenn es verbunden ist mit einem Spin. Also wenn es angespitzt ist, wenn also man sich daran reiben kann. Und an der nüchternen Darlegung von Fakten kann man sich wenig reiben. Beispiel vom heutigen Tag. Wir zeichnen auf am Tag vor der Wahl im Thüringer Landtag, Höcke gegen Ramelow. Und unsere Fraktion dort hat erklärt, nicht ein zweites Mal in Verlegenheit kommen, nicht wieder in Fallen gehen. Wir wollen weder Ramelow noch Höcke. Dritter Wahlgang kann schwierig werden. Wir nehmen an der Wahl gar nicht teil. Daraus macht ein Online-Medium, FDP schwänzt Wahl. Schwänzt. Mhm. Das ist ja ein wertebezogener Begriff. Dabei geht es hier nur um die Möglichkeit zu zeigen, wir wollen weder noch. Und vor allen Dingen wollen wir nicht in den Verdacht geraten, dass am Ende, wenn der Höcke eine Stimme mehr hat, dass die von uns an Zweifel gekommen wäre, wie Gegner das unterstellen würden. Also meine erste These ist Meinung und Fakten, die Unterscheidung ist nicht mehr so klar. Also das beobachte ich auch, wobei ich Ihnen andererseits widersprechen würde. Also man kann, glaube ich, schon sehr faktentreu sein und seinen Job sehr gut machen und handwerklich sauber und trotzdem zugespitzt formulieren. Also eine steile These und sorgfältige Recherche sind ja kein Widerspruch idealerweise, sondern eigentlich sollte es ja so laufen, dass man sich genau schlau macht und dann zuspitzt und verdichtet und eine klare Zeile auch auf die Seite 1 bringt. Und ich würde sagen, in den allermeisten Fällen läuft das auch so.
Und dann wird eben auch eine starke Meinung auch in den auch online und auf Twitter und überhaupt Social Media honoriert. Und wenn jemand aus der Deckung geht, sich vorwagt und was weiß ich, sagt, lieber schlecht regieren als nicht regieren oder was auch immer. Ja? Eine starke These funktioniert, glaube ich, nicht nur, wenn sie jetzt mit Emotionen und Meinung so behaftet ist, sowohl bei Politikern als auch bei Journalisten. Was ich aber auch schwierig finde, ist diese Vermengung von Journalisten, die oft sagen, das hier ist mein privater Account, und dann auf Twitter sich parteipolitisch äußern oder persönliche Affinitäten irgendwie so vortragen und sagen, den und den finden sie doof. Und dann die gleiche Person irgendwo auftritt und versucht, ja, neutral ist man ja nicht, aber sozusagen handwerklich sauber den journalistischen Job gut zu machen. Und neutral, das, damit meine ich, man ist natürlich für Pressefreiheit zum Beispiel. Also ein Journalist, auch ein guter Hauptstadtjournalist, der versucht, unterschiedliche Lager zu verstehen, steht ja für bestimmte Werte, demokratische Werte so. Aber in der Tat, ich ärgere mich auch über Kollegen, die von anderen ganz toll gefunden werden. Letztes Beispiel war Christian Bangel von der Zeit Online. Ein ganz angenehmer, kluger Kollege, der einen Beitrag über Friedrich Merz geschrieben hat. Das war für mich so ein Beispiel. Mir geht es eigentlich relativ oft so, dass ich im Moment so die Medienberichterstattung über bestimmte Politiker lese und denke, Mann, die sind doch in Wahrheit eigentlich ganz anders. Und das habe ich bei Friedrich Merz auch sehr stark, den kenne ich ewig, seit Bonner Zeiten. Und da erlebe ich jetzt schon ziemlich häufig, dass Kollegen einfach in so einer Ferndiagnose mit so einem Weitschuss so, also wirklich Breitseiten abfeuern, wie er angeblich ist, so zusammengemengt aus irgendwelchen Zitaten, aus irgendwelchen Wahlkampfreden. In seinem Fall war das so, warum Friedrich Merz den Osten nicht gewinnen wird. Und das war so ein bisschen tragisch, weil der Christian Bangel, glaube ich, sehr viel über den Osten weiß. Und ich hatte das Gefühl, wie schade, die Journalisten, die den Osten kennen, kennen Friedrich Merz nicht. Und umgekehrt wäre doch gut, wenn sich jemand, der so eine Analyse schreibt, dann auch die Mühe macht, sich mit dem betroffenen Politiker ein bisschen näher zu beschäftigen und nicht nur so Klischees abzusondern. Oder ihn vielleicht überhaupt mal zu treffen. Ich lese oft Dinge über mich von Journalisten, die ich in meinem Leben noch nie getroffen habe. Also das, die Ferndiagnose, sagen Sie. Ja. Ist auch interessant zu sehen, wie man so wirkt gegenüber Leuten, die einen aus den Medien wahrnehmen und nicht persönlich. Trotzdem denke ich mir, ach, kurzer Anruf. Ja, also liebe Kollegen, die zuhören, Sie haben jetzt gerade gehört, dass Sie Christian Lindner einfach anrufen können. Das wissen Sie. Schreiben mir auch viele Journalisten SMS und E-Mails, die ich dann beantworte. Ja, das ist natürlich immer auch ein Zeit- und Kapazitätsproblem. Ja. Aber ich bin ehrlich gesagt da wirklich auch sehr, sehr oldschool. Also ich gebe zu, ich habe natürlich auch Journalismus schon in der quasi mehr oder weniger prädigitalen Ära gemacht und bin vielleicht auch noch durch eine Zeit geprägt, in der man sich nicht so viel Politikerreden auf YouTube angucken könnte. Und für mich ist es deswegen einfach die größte Selbstverständlichkeit, dass wenn ich über Politiker geschrieben habe, dass ich versuche, vor Ort zu sein, mitzufahren, zu gucken, wie der bei Terminen wirkt. Ich habe allerdings auch am Ende oft bemerkt, dass das Politiker erstaunt hat, so wie oft ich dann überall aufkreuze. Ich weiß noch, dass ich über Sie, Herr Lindner, mal ein Porträt geschrieben habe und für mich war es das Natürlichste der Welt, dass ich da in Wermelskirchen unterwegs war, ihrem Heimatort, und da alle möglichen Leute aus der FDP befragt habe und bei irgendeinem ihrer Förderer im Wohnzimmer saß. Und wenn Sie sich erinnern, irgendwie war Ihnen das dann doch ein bisschen unheimlich. So habe ich Sie jedenfalls damals erlebt. Es gab dann irgendeine SMS, wo Sie gesagt haben, aha, da waren Sie also. Das war jetzt kein Hinweis, so nach dem Motto, dass Sie es befremdlich fänden. Aber das mache ich gerne. Sie waren es nicht gewöhnt. Ja, und ich mache das gerne, zu zeigen, dass die Meldekette funktioniert. Dass Sie eine gute Verortung in Ihrer Basis da haben. Genau. Ja, ja, also ganz kurz nur über mich gesprochen, es geht ja hier nicht um mich. Ich persönlich mag so Porträts nicht so gerne. Erzählen Sie mal, warum. Ich möchte einen Unterschied machen zwischen politisch, persönlich, privat. Und gelingt Ihnen das? Ja. Politisch sind Dinge, meine Sachaussagen. Persönlich sind Dinge, wo ich auch einen Einblick gestatte in bestimmte Leidenschaften, die ich habe. Privat ist Tabu. Also es gibt auch Dinge, die kommen aus dem Privatleben und sind persönlich, aber sind nicht wirklich privat. Also so Schlüssellochmomente mag ich nicht. Und was ich nicht mag, ist, dass, also kann man sich nicht aussuchen, man ist es ja, selbst so
dass die Person so Gegenstand der Berichterstattung wird, weil ich würde immer gerne, was weiß ich, ein zweiseitiges Interview in einer Wochenzeitung machen und werde über meine politischen Inhalte befragt, aber zwei Seiten, die Dönekes aus meiner Schulzeit verbinden mit Berichten von Parteifreunden, mit denen ich vor 20 Jahren, da finde ich nicht so den Mehrwert drin, weil in der Regel der Charakter auch nur so halb abgebildet wird. Beispiel, es erscheint ein Porträt in einer Zeitung, die Ihnen bekannt ist, und da steht an einer Stelle drin, ich würde körperlichen Kontakt vermeiden. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nahezu jeden in der FDP mit Umarmung begrüße. Und dann steht da drin, das war eine Lachnummer natürlich für alle Kollegen hier, da steht da drin, ja, ich würde den körperlichen Kontakt vermeiden. Klar, den Journalisten habe ich nicht umarmt, aber sonst alle Kollegen, Präsidium, also ich würde sagen, 80% davon umarme ich, vielleicht jetzt nicht die Respektsperson Hermann Otto Solms und den Ehrenvorsitzenden, aber sonst. Und das sind dann so ulkige Sachen, wo ich mir denke, Mensch, ein schönes Interview hätte in der Sache Aufklärung gebracht, statt so ein Ding da. Klammer zu, weil es geht nicht um mich. Ich wollte noch eine andere These von Ihnen jetzt, die Sie genannt haben, aufgreifen, weil Sie hatten mich angesprochen und gesagt, ja, Herr Lindner, von Ihnen höre ich oft schon mal so Berliner Blase. Das dürfen Sie, das sage ich oft. Das ist aber nicht misszuverstehen mit, wie in den USA über Washington geschimpft wird, sondern ich verbinde damit folgende Beobachtung, dass hier in Berlin Politiker und Journalisten in denselben Stadtteilen wohnen, mit derselben Straßenbahn in die Redaktion oder ins Abgeordnetenbüro fahren oder mit dem Fahrrad, in denselben Restaurants abends essen, in der Regel auch die gleiche Qualifikation, sprich was Akademisches, vielleicht Geisteswissenschaftliches studiert haben, in den gleichen Bio-Supermarkt gehen. Und das ist für mich Berliner Blase, weil bestimmte Formen, wie man das Leben führen kann, tauchen da gar nicht mehr auf. Ich nenne ein Beispiel. Ich führe ein Interview mit einer Kollegin von Ihnen und sage da so, bla 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 bla. Ja, und es gibt ja auch Menschen, die brauchen den Diesel. Und dann sagt Ihre Kollegin in dem Interview als Rückfrage, wieso braucht denn jemand einen Diesel? Ja klar, wenn du im Prenzlauer Berg wohnst, mit dem öffentlichen Personennahverkehr, nachdem du die Scheilatte geholt hast, in die Redaktion kommst, brauchst du den Diesel nicht. Wohnst du auf der Schwäbischen Alb und kannst dir nur alle 15 Jahre ein Auto kaufen und musst du morgens 50 Kilometer zur Schule und in den Job fahren, brauchst du schon noch ein bisschen den Diesel. Naja, sie braucht ein Auto, ob es denn unbedingt ein Diesel sein muss. Vielleicht hatte sie auch einfach keine Ahnung von Autos und meinte das irgendwie ganz anders. Also ich verstehe, was Sie meinen, aber ich glaube, ich wäre da nicht so streng, weil ich glaube, diese Selbstkasteiung von Politikern und Journalisten wird auch, die es ja immer wieder gibt, ne? Journalisten sagen das ja auch gerne, problematisch Prenzlauer Berg zu wohnen und so weiter. Und da immer, ich habe da übrigens auch lange gewohnt, also insofern ist nett. Ne? Ja, ja, und sich von Büffelmozzarella zu ernähren und so, diese ganzen Klischees und Karamell, Salz, Eis und solche Sachen. Und ich finde das ja auch gelegentlich ganz interessant, aber ich muss sagen, also Journalisten und Politiker gehören nun schon zu den Berufsgruppen, die nach meinem Geschmack am meisten im Land unterwegs sind oder nach meinem Eindruck am meisten im Land unterwegs sind. Und ich würde das, wenn ich das sagen darf, als Abgeordneter auch immer ins Schaufenster stellen und klar machen. Und ich glaube, Sie persönlich hätten auch die Rückkehr in den Bundestag aus der APO-Zeit nicht geschafft, wenn Sie nicht erstens die ganze Zeit on Tour gewesen wären und zweitens das auch über Social Media intensiv kommuniziert hatten. Also kein Werbeblock, aber von der Hertie-Stiftung wollen wir das auch so machen. Ich bin ja jetzt Geschäftsführerin für den Bereich Demokratie stärken und wir werden ganz viel außerhalb von Berlin unterwegs sein mit dem ganzen Team, um deutlich zu machen, dass wir hier kein, also ich finde die Formulierung, kein Preaching to the Converted, also nicht die bereits Katholischen noch weiter missionieren, zu machen. Ich glaube, man braucht nicht in erster Linie Veranstaltungen in Berlin-Mitte, die sich mit Demokratie beschäftigen, nichts dagegen gegen Leute, die das machen, viel wertvolle Sachen dabei. Aber wir sind da eher in anderer Mission unterwegs. Insofern den Gedanken, dass es wichtig ist, rauszufahren, den teile ich ja. Und auch gerade, wenn man sich mit Demokratie-Themen beschäftigt. Aber ich finde schon, dass Journalisten und Politiker eine Berufsgruppe sind, die das in hohem Maße macht. Vielleicht sogar die Volksparteienvertreter, die abhängig sind, in ihrem Wahlkreis wiedergewählt zu werden, weil sie nur so ein Direktmandat erringen können. Noch ein bisschen mehr als jetzt bei FDP und Grünen, wo es nicht so viel Direktmandate gibt. Und abgesehen davon, also
Ich meine, meine Tochter ist in der Schule, wo auch eine Zeit lang die Sporthalle nicht genutzt werden konnte, weil Geflüchtete und da wohnten. Oder wir haben alle so viele, wir haben Verwandte, wir haben Freunde, die woanders wohnen. Also ich finde, wir sollten uns da auch nicht ständig kleiner machen, als wir sind. Also als interessierte, wache Menschen nehmen wir doch irgendwie das Leben außerhalb unserer Bio-Supermärkte wahr. Ja, für Sie als Journalistin trifft das in jedem Fall zu. Ich bemühe mich auch darum. Die Frage ist immer, ist man da repräsentativ? Man, Sie sind als Reporterin. Aber es wird natürlich ausgenutzt, wenn man das sagt. Sie sind als Reporterin unterwegs gewesen. Und wenn ich heute schaue, bin öfter in Online-Redaktionen ja auch zu Gast und beobachte das. Das ist ein anderer Beruf. Bitte nicht missverstehen, aber Sie waren eine Elite-Journalistin. Naja, aber es gibt aber auch, nee, ich wehre mich aber vor allem gegen diese doofen Klischees, die von Journalisten gibt. Ich sage Ihnen mal ein anderes Beispiel. Ich habe gerade getwittert, da gab es irgendeine Statistik, wonach jeder Vierte in Deutschland demnächst Single ist. Also die Zahl der Leute, die eine ganze Wohnung für sich haben, groß oder klein, nimmt stark zu. Und ich hatte dann getwittert, Leute, das ist auch ein Grund für die Wohnungsnot, also rückt zusammen, weil ich viel von so neuen Wohnformen halte, wo zum Beispiel Rentner, die viel Wohnfläche haben, Studenten bei sich aufnehmen, da gibt es innovative Modelle, habe ich immer wieder darüber berichtet. Das ging in die Richtung, ich habe selbst auch oft so gewohnt, weil ich alleinerziehende Mutter bin und wir uns irgendwie immer arrangiert haben mit Freunden oder Studenten, die bei uns gewohnt haben und so weiter. Da kam aber sofort Reaktion so nach dem Motto, ihr Elite-Journalisten wisst ja gar nicht, worüber ihr redet, wie das ist, wenn Leute zusammenrücken und so weiter. Also es wurde unterstellt und dann, als ich mich dazu geäußert habe, wurde nochmal gesagt, dann reden Sie doch das nächste Mal, wenn Sie im Presseclub mit sowieso sitzen, auch anders drüber. Also es gibt dann auch schon die falsche Annahme, erstens jeder, der irgendwie mal ins Fernsehen eingeladen wird, ist wohlhabend. Und jeder, der in Berlin Mitte Berichterstattung macht, ist privilegiert. Und ganz so stimmt das auch nicht. Nein. Und da, finde ich, sollten wir dann irgendwie auch ab und zu mal wieder zurechtrücken, wie die meisten Journalisten hier arbeiten und dass es verdammt viele in prekären Verhältnissen gibt, die irgendwie geringe Einkommen haben, die das aus Idealismus zu super niedrigen Löhnen trotzdem machen. Und dass es auch ein Berufsstand ist, der irgendwie Sympathie und Unterstützung verdient. Genau darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Deshalb das Wort von Elite-Journalismus. Bezogen auf Sie, also Spiegel, Hans. Ich kenne das Kompliment, daran, das darin liegt. Ja, aber es ist ja auch ein bisschen Wahrheit dran, glaube ich, wenn man das vergleicht eben genau mit der Arbeitssituation, Lebenssituation von heutigem journalistischen Nachwuchs in den ersten Berufsjahren, vielleicht darüber hinaus. Die Erträge im Qualitätsjournalismus sind anders, die Gehälter anders gezahlt, befristete Beschäftigung, Teilzeit, feste Freie. Man, die Leute, die die Rezensionen der Talkshow-Auftritte machen, sind überwiegend Freie, die es in ein paar Stunden machen, kriegen ein paar Euro dafür, dass sie schnell Zeilen produzieren über Nacht und müssen das auch tun. Und mir schrieb neulich jemand, bei Instagram so in die Inbox und ich habe da war eine Sie kurz korrespondiert und sagte, ja, vielen Dank, dass Sie das mir so erklären. Ich bin ja Angehörige, jetzt Zitat, des Medienpräkariats, so schrieb sie. Und das war eine Journalistin. Darauf will ich hinaus. Da verändert sich natürlich auch dann die Arbeitsweise. Die Chefreporterin, die im Land viel Zeit für eine Recherche hat, einerseits. Andererseits der junge Nachwuchsjournalist, kein fester Job, kein Reisekostenbudget, der schnell online Texte zusammenbaut. Im Grunde ist das ja eine journalistische Zweiklassengesellschaft heute. Naja, also ich glaube, man darf die Zeiten von früher da auch nicht verklären. Also ich erinnere mich, dass ich mal, das klingt jetzt wieder ein bisschen wie Oma spricht vom Krieg, aber ich war zum Beispiel mal mit Gerhard Schröder auf einer China-Reise. Das war damals, hat die FDP auch viel draus gemacht. Als der Transrapid da eingeweiht wurde, gab es viele Fragen, warum geht sowas in Shanghai und nicht in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Aber immer noch aktuell. Genau, aber damals haben wir in China zwei dpa-Journalisten vergessen. Die saßen nämlich am Rande einer großen Konferenz, auf der Gerhard Schröder aufgetreten ist. Das war eine Reise über Silvester. Mhm. Man fuhr irgendwie, also endlos lange hin, war 48 Stunden in zwei Städten, in Peking und Shanghai und dann wieder zurück, weil die alle Silvester gerne in Deutschland feiern wollten.
Und die Kollegen saßen da irgendwie am Rande dieser Veranstaltung und haben es nicht mehr rechtzeitig ins Flugzeug zurückgeschafft, weil die eben vor Ort da mühsam ihre Texte zu Ende schreiben mussten. Heutzutage würden die im Auto arbeiten, heutzutage wäre das irgendwie alles leichter über WLAN absetzbar, als das damals der Fall war. Also ich will nur sagen, also so ein Journalistenprekariat mit vielen gesundheitlichen Problemen, mit irgendwie der Schnapsflasche, die irgendwie im Schreibtisch verwahrt wurde und vielen Leuten, die ein hartes Leben und keine hohe Lebenserwartung hatten und auch damals schon nicht gut behandelt worden sind, das gab es früher auch. Und ich glaube, ich will jetzt niedrige Löhne nicht gut reden, aber ich glaube, es ist halt einfach auch ein wahnsinnig toller, erfüllender Beruf. Und es gibt eben viele, die irgendwie mit einem niedrigen Gehalt anfangen, aber dann tolle Sachen machen können. Und wie viele Jobs gibt es schon, wo man dafür bezahlt wird, dass man seine Neugierde befriedigt und wo der Arbeitstag damit beginnt, dass man Zeitung liest? Also ich finde, es lohnt sich auch, da eine harte Anfangsstrecke durchzuhalten, um dann wirklich tolle Sachen machen zu können. Und ich würde wahnsinnig gern eigentlich noch was sagen zum Porträtschreiben und zu den persönlichen. Ja, darf ich da noch Sie mal das? Einen kleinen Schlenker machen? Ja, machen wir den Schlenker noch. Dann können Aber Sie die nächste Frage. Ja, ja. Ja, ja, ich knüpfe da gleich an. Ich vergesse es nicht. Porträts. Ja, das wollte ich einfach nur noch mal eben loswerden, weil Sie sagten, Sie finden das Porträtschreiben so doof. Und ich glaube, der Trend. Gegenstand von Porträts ja, zu sein. Ja, genau. Also man liest es gerne, aber man hat da keine Lust drauf, selber. Ich glaube auch, ich kann auch gut verstehen, dass es irgendwie nervt, wenn dann so viel falsche Sachen da stehen und man sich missverstanden fühlt und so. Oft meandert das sich ja über die Jahre hinaus, wenn dann so und so viele Porträts geschrieben werden, dass es dann einfach so das Falsche nach und nach dann doch weggelassen wird. Aber ich gebe zu, also ich finde, es gibt ganz viel Schlechtes, was da gemacht wird. Also wenn ich überlege, wie lange Angela Merkel immer darauf reduziert worden ist oder daran gemessen worden ist, dass sie mal Physikerin war. Und das sollte irgendwie so ihre Biografie erklären. Das ist wahnsinnig irrelevant. Nikolaus Blume, Ex-Vize von Bild, früher auch mal beim Spiegel, hat dann irgendwann so mal ein Buch geschrieben über sie, wo er einfach 10 Fragen sich ausgedacht hat oder 20 und dann diese Fragen beantwortet hat. Worüber lacht die Kanzlerin eigentlich? Solche Sachen. Deswegen finde ich, man muss es immer wieder versuchen und anders machen. Und ich glaube, das ist, weil man heutzutage so viel von Politikern irgendwie online findet, auf YouTube oder anderswo oder sich irgendwelche Sachen in der Mediathek anguckt oder so Auftritte, gibt es tatsächlich weniger Kollegen, die einfach versuchen, dann mitzufahren und die Leute echt kennenzulernen. Deswegen verstehe ich so einen gewissen Frust. Aber ich glaube, man muss damit leben. Also ich glaube, Personen sind einfach viel, viel, viel wichtiger als früher. Und ich glaube, die Leute haben auch ein viel stärkeres Gespür für Authentizität und Glaubwürdigkeit. Das ist auch so ein bisschen so ein Kollateralschaden der Demokratie. Also früher wurden Politiker ganz anders auf den Sockel gestellt. Und heute erwartet man so eine gewisse Nahbarkeit und so. Das ist ja aber auch ein guter Prozess. Und ich glaube, es geht nicht anders. Also sie werden da nicht rauskommen. Nein, ich habe gar keine Wahl. Ich kann nur sagen, wie ich es empfinde. Und gleichzeitig ist es in Deutschland auch toll, dass zum Beispiel es so einen Schonbereich für das Private trotz allem viel stärker gibt als in England zum Beispiel. Also ja, den muss man allerdings auch sehr verteidigen, gelegentlich unter Zuhilfenahme auch von Rechtsbeistand. Ja. Also, aber wie auch immer, ich habe nichts gegen Porträts, ich kooperiere dann meistens auch, sprich man trifft sich und erläutert was nur. In meinem speziellen Fall, ich habe eben auch schon so viele Erzählungen über mich sozusagen bezeugen und erdulden müssen. Dann war ich mal der linke intellektuelle Philosoph der FDP. Also das hatte nichts mit der Realität zu tun. Dann war ich die One-Man-Show der FDP, der alleine alles machen muss in der APO ohne Aussicht auf Erfolg. So, dann war ich der Staatsfeind Nummer 1, weil ich Frau Merkel und den Grünen stellvertretend für die FDP sagen musste, also wir haben aus der Vergangenheit gelernt, ohne irgendwas machen wir es nicht mehr. Dann bin ich momentan so eine Art Rechtspopulist. Und das Interessante ist, die Positionen in der Sache bei mir haben sich in 10 Jahren, natürlich so wie die Zeit sich verändert, verändert, aber so meine eigene Sichtweise auf Liberalität, Liberalismus, meine Partei hat sich gar nicht so viel verändert. Wenn ich so alte Texte sehe, ich sehe da hinten im Schrank alte Bücher von mir, Freiheit gefühlt, gedacht, gelebt, aus dem Jahr 2008. Ja, ich erinnere mich. Ne? Genau, deshalb sage ich es. Den Beitrag, den ich da geschrieben habe,
mit ein bisschen Salz, cum grano salis, könnte ich heute noch machen. Aber ich habe eben dann so viele Erzählstränge erlebt, wo ich dachte, Mensch, das widerspricht sich doch. Ich bin ja ein völlig anderer Mensch geworden danach. Dabei bin ich gar nicht, wie Sie wissen. Aber jetzt bitte zurück zu nochmal dem anderen Punkt. Der ist nämlich für mich noch interessant zu erfahren, welche Meinung Sie da haben. Also Veränderung Journalismus, Sie sagten selbst, ja, niedriges Einkommen, man kann tolle Sachen machen. Also wenn es so ist, freue ich mich. Mein Gefühl ist, oder die Wahrnehmung, sehr, sehr viel ist prekär. Sehr viel ist prekär, rarer als früher, eben weil die Branche insgesamt unter Druck ist. Und man sieht, wie viel da freigesetzt wird. Und jetzt meine These, Frage, wie auch immer. Der Journalist mit gesicherter Anstellung, gutem, überdurchschnittlichem Einkommen, unbefristet, Vollzeit, gute Altersversorgung aus dem Presseversorgungswerk. Der schreibt anders über auch das politische Leben und die Inhalte als die oder der Junge, geisteswissenschaftliches Studium, Mitte 20, Großstadt, WG, weil man sich gar nicht mehr leisten kann, keine sichere Berufsperspektive, Sorge, wie geht es überhaupt wirtschaftlich weiter, wie ist das später mal im Alter, der nimmt Sachen ganz anders wahr. Der führt ein, also nochmal anders gesagt, der Journalist früher, der schaute rüber zu den ehemaligen Mitschülern, die Lehrer geworden sind, verbeamtet und sagte, ja, auch ganz nett. Oder schaute rüber zum Ingenieur, auch ganz nett, er meint es auch ganz nett. Heute der junge Journalist, die Journalistin, schaut, die Mitabiturientin wurde Ärztin, gutes Einkommen, sicherer Job, unbefristet. Schaut rüber, der ist Ingenieur geworden, sehr hohes Einkommen, ganz sicher. Und ich, kleines Einkommen, befristet und so weiter. Also macht das nicht auch was mit der Wirklichkeitswahrnehmung dann, wenn man so eine Lebenssituation vorfindet? Weiß ich nicht, weil der junge Journalist, und ich habe ja viel mit jungen Journalisten immer zu tun gehabt, also nicht nur, weil wir Praktikanten hatten, egal wo ich gearbeitet habe und ich auch mit denen sehr gerne zusammen was gemacht habe, sondern zum Beispiel auch, weil ich jedes Jahr mit Studenten von meiner früheren Journalistenschule hier so 2 Tage in Berlin veranstaltet habe, wo wir gemeinsam Gespräche mit Politikern oder auch Sprechern oder Lobbyisten oder so gesucht haben, wo die also so dieses politische Berlin so ein bisschen besser kennenlernen sollten. Also diese jungen Kollegen, die ich dann immer wieder in allen möglichen Redaktionen und Situationen angetroffen habe. Ich weiß gar nicht, ob die sich so unterlegen materiell fühlen im Vergleich zu jungen Ärzten. Also wenn ich mir angucke, wie die Situation von Krankenhausärzten in der Charité oder so ist, mit den ganzen Nachtschichten, die schieben müssen, mit der permanenten Überforderung. Oder Lehrern, die sagen, also hier in Klassen mit 32 Schülern können wir nicht den Unterricht machen, den wir uns vorgestellt haben und wir brauchen digitale Schulen und ich bin aber hier der Einzige im Lehrkörper, der weiß, wie ich ein iPad sinnvoll im Unterricht einsetze. Ich weiß gar nicht, ob das nicht in anderen Akademikerberufen ähnlich blöd ist wie im Journalismus. Sie nennen die Beispiele in Ihren Reden doch auch gelegentlich. Ja, sicher gibt es da auch gerade Arzt in Ausbildung, gerade auch in Schulen hier in Berlin Schwierigkeiten. Vielleicht müsste ich dann eher noch tatsächlich über den Ingenieur sprechen oder über den BWLer. Also für mich ist das also so eine offene Frage, über die ich oft nachdenke. Also ich habe, wenn ich es zusammenfasse, ich habe wirklich eine andere Wahrnehmung. Ich habe, als ich in der Ausbildung war, bei so Zeitungen wie bei dem Schwäbischen Tagblatt oder der Südwestpresse oder so, habe ich Praktika gemacht. Ich war mal in Freiburg in der Lokalredaktion und so. Und obwohl ich eigentlich aus Schleswig-Holstein komme. Und da gab es endlos lange Phasen, wo Leute für ganz geringes Zeilengeld Praktika gemacht haben und sich dann in Dutzenden darum bewarben, 1 oder 2 Volontärstellen zu kriegen. Und nach dem Volontariat war nicht sicher, ob man eine Festanstellung kriegt. Also dieses Selbstausbeuterische, das Leute zum Journalismus hintreibt, weil es eben ein besonderer Beruf ist, das kenne ich eigentlich. Es gab dann mal eine Ausnahmezeit, als die Financial Times Deutschland gegründet wurde. Vielleicht, ich glaube, das trifft zeitlich so mit ihren ersten Berufsjahren als Politiker zu tun oder Vollzeitpolitiker. Vielleicht hat ihre Wahrnehmung des Journalismus diese Zeit geprägt, weil das so eine Ausnahmesituation war, wo es viele gut bezahlte Journalisten gab, die so im Zuge der New Economy auch viele neue Optionen in ihrem Bereich bekamen. Wobei die FTD wirklich eine Besonderheit war. Die hat die absolut kapitalistischste Marke, Financial Times Deutschland, wird kombiniert mit einer linken Politikredaktion.
Ja, ja, das waren interessant. Überwiegend Taz-Leute, glaube ich. Das war wirklich ein spannendes Experiment. Ja, das war ein interessantes Biotop. Aber ich wollte nur einfach sagen, da ich einen noch längeren Berufsweg habe, bin ich, glaube ich, einfach, da habe ich eine andere Wahrnehmung. Ich betrachte das eher als Ausnahme. Aber was ich auch kenne, ist, ich hatte gerade ein Gespräch mit dem Vater meiner Tochter, der einen Führungsjob beim Stern in Hamburg hat. Und als ich mit dem sprach, dachte ich auch nochmal, ja, also große Flaggschiffe des deutschen Journalismus, die seit vielen Jahren mit Auflagen schon zu kämpfen haben, obwohl sie das Gefühl haben, wir strengen uns wahnsinnig an und machen einen guten Job und überlegen uns jede Woche aufs Neue und haben eigentlich nicht das Gefühl, dass wir handwerklich als Journalisten was verkehrt machen. Und das erlebe ich in vielen Redaktionen. Und ich muss sagen, das habe ich auch unterschätzt, als ich jetzt gewechselt bin in einen neuen Job zu einer Stiftung. Ich bin selber nicht gegangen, weil es im Journalismus so schlecht geht und ich die Schnauze voll hatte davon oder dachte, ich habe keine Perspektive und wer weiß, ob ich noch in 10 Jahren da ein Gehalt verdienen kann. Gar nicht. Bin da auch optimistisch, dass man mit Qualitätsjournalismus weiter gut leben kann. Aber ich merke, dass es doch was anderes ist, nicht in so einem Umfeld zu sein, wo alle so auf Krise und Zukunftsangst geeicht sind. Und das gibt es natürlich in der Branche sehr viel. Und das prägt bestimmt auch die Berichterstattung. Das könnte auch noch ein Erkläransatz sein. Also ich versuche ja immer, weil ich glaube nicht an so Verschwörungstheorien wie manche. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendwo eine Stelle gibt, wo quasi so Befehle ausgegeben werden, so wir Medien machen jetzt dies und das. Und oder jeden fertig sogar. Der muss fertig sein. Und ich glaube nicht, dass es dafür sind die meisten Journalisten charakterlich ungeeignet, solche Befehle entgegenzunehmen. Jedenfalls das wäre besonders, die meisten, mit denen ich kenne. Das wäre besonders tröstlich. Aber ich glaube eben nicht an so Kampagnen, die zentral gesteuert werden, sondern eher an Strukturen, an systemische Dinge, die Einfluss nehmen. Und es gibt natürlich gruppendynamisches Gequatsche, also das mal zu berichten. Es gibt die Situation, dass auf dem Parteitag jemand hat eine Rede gehalten, sagen wir mal beim CDU-Parteitag ging um Vorsitz, dann ist Mittagspause, die Kollegen müssen alle ihre Texte absetzen, man geht rum, will mit so ein paar wichtigen Leuten sprechen, redet auch mit ein paar anderen Kollegen und dann sagt der eine, naja, also das war ja irgendwie nichts. Und dann sagen noch 2 andere, also ich weiß nicht und so. Und der 4. lässt sich dann davon verunsichern, was 2 andere Kollegen gesagt haben. Also es gibt schon solche Prozesse. Ich glaube, in Parteien ist das nicht so anders. Im Leben ist das schon, so. Aber es ist selten so eine konzertierte Geschichte, dass jemand sich vornimmt, jo, so jetzt schreiben wir diese Partei hoch oder runter. Ja. Und das wird ja immer wieder mal unterstellt. Nein, das glaube ich nicht. Ich hatte zwar mal ein interessantes Gespräch bei einer in Süddeutschland erscheinenden Zeitung, wo der Chefredakteur mir sagte, Herr Lindner, unsere Redaktion wollte schwarz-grün und das haben Sie mit Ihrem Nein zu Jamaika verhindert. Im Redaktionsgespräch bei einer in Süddeutschland erscheinenden Zeitung sagte der das und er dachte, das ist interessant, weil erstens diese Redaktion hat eine Meinung, auf die sie hinarbeitet und zweitens unter Jamaika wurde schwarz-grün verstanden. Welche Rolle hat das? Bizarre. Das war da muss ich jetzt drüber nachdenken. Das war ein bisschen bizarr. Ich will aber nicht in die Details einsteigen. Also da begegnete mir sowas, da war eine Meinung da, aber ansonsten glaube ich nicht dran. Nur, worauf will ich hinaus? Also, ich stelle mir immer so die Frage, systemisch die Situation der einzelnen Journalisten, des einzelnen Journalisten, Milieufrage, Berlin-Mitte. Was, und jetzt kommt meine Beobachtung, was führt dazu, dass, wenn es keine zentrale Steuerung gibt, es doch eine, zumindest von mir so empfundene, eingeschränkte Meinungspluralität gibt. Also ich glaube an freien Journalismus, aber trotzdem ist die Pluralität der Meinungen relativ eng. Also es gibt eher so einen Überschuss auf der eher politisch linken staatsinterventionalistischen Seite. Also man bekommt viele Leitartikel für den Mietendeckel und warum Enteignungen sinnvoll sind. Und so weiter und so fort und für Umverteilung und so weiter. Ganz wenige, die sagen, Freunde, also auch in der Klimapolitik jetzt aber bitte mal rational oder Mensch, also wir wollen nicht marktgläubig sein, aber ein gewisses Marktvertrauen wäre ja schon nicht schlecht, jedenfalls kann es nicht alles der Staat machen. Das hört man seltener, diese zweite Komponente. Und da stelle ich mir eben die Frage, also wenn Sie das so teilen sollten, wo kommt das her? Ja, gute Frage. Also in der Tendenz
empfinde ich es auch so. Ich glaube aber, dass die Medien da eher Spiegel der Gesellschaft sind. Also wir hätten ja 2013 im Bundestag rein rechnerisch auch eine rot-rot-grüne Mehrheit gehabt. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Parteien, die besonders massiv für Marktwirtschaft eintreten, kurz vor der Regierungsübernahme mit absoluter Mehrheit wären. Sondern ich glaube, das ist so, dass nach so vielen Zeiten des Wohlstands, vielen und Wachstum und wenig Probleme mit Arbeitslosigkeit, das Bewusstsein dafür, dass man ja also Unternehmen da darin unterstützen sollte, zu gedeihen, Menschen zu beschäftigen, Gewinne zu machen, ja, zu gering ausgeprägt ist. Also das. Aber dann müsste doch gerade die journalistische Mission sein, zu sagen, jetzt habe ich die Gegenmeinung, weil ich habe Journalismus immer so verstanden, dass man kritisch mit der Gegenwart umgeht, kritisch auch mit machtvollen Gedanken oder auch Machtstrukturen. Und gegenwärtig könnte man sagen, gibt es eine gewisse machtvolle Struktur, der Staat wird es richten und Wachstum, wozu brauchen wir das? Und eigentlich wäre heute doch dann sozusagen die journalistische Subversionsübung, dazu sagen, Mensch, da habe ich eine Gegenposition. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist im Moment eine publizistisch reizvolle und sinnvolle Rolle für die Marktwirtschaft zu streiten. Und ich glaube, das brauchen wir und das kommt zu kurz. Genauso wie also bei anderen Themen. Es gibt mehr Leute, die das zu ihrem Thema machen, um sich für Diversität oder Pluralismus einzusetzen, was ich auch legitim und wichtig finde. Also das auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass bei dem, was Sie sagen, schon so ein, nach meinem Geschmack, Missverständnis von Journalismus vorliegt, weil natürlich Journalisten Anwälte ihrer Leser sind und erstmal versuchen, stellvertretend für ihre Leser die Fragen zu stellen, die ihre Kunden, Abonnenten, Gebührenzahler umtreiben. Also ich würde jetzt weniger einen Kommentar schreiben in die Richtung, ich kommentiere so, weil ich denke, dass das für Deutschland wichtig ist oder dass das morgen passieren muss, sondern ich versuche zu antizipieren, wie man die Meinungsbildung meiner Leser vorantreiben kann. Das heißt nicht, dass ich vorausschauend immer alles richtig finde, was möglicherweise irgendjemand im Publikum gut finde. Aber letztlich schreibt man für eine Zielgruppe. Letztlich ist man, wenn man jetzt nicht beim öffentlich-rechtlichen Bereich arbeitet, ist man Teil, also steht, möchte man ein gutes Produkt herstellen, das verkauft werden muss. Das hat Vor- und Nachteile. Ich fand das auch immer sehr reizvoll. Also ich finde, Journalismus ist eigentlich so ähnlich wie Architektur. Das ist so eine schöne Mischung. Das ist einerseits einen sehr kreativen, freien, auch damit auch sehr persönlichen Bereich hat. Welche Formulierung findet man? Wie macht man das Design für ein Haus? Aber gleichzeitig hat es irgendwie auch was sehr Handwerkliches. Man muss da sein Handwerk lernen und man muss ein Produkt am Ende herstellen, das sich am Markt bewährt. Und das muss man halt immer dazu denken. Und wenn das Produkt im Moment so ist, wenn der Mainstream in Deutschland so ist, dass die Leute mehrheitlich skeptisch oder vielleicht skeptischer als jetzt zu Ludwig Erhards Zeiten auf die Marktwirtschaft schauen, dann wird auch der Journalismus das widerspiegeln. Also dass die Journalisten da so einen Kampf aufnehmen und sagen, wir müssen unsere Gesellschaft von etwas überzeugen, was wir als Publizisten jetzt wichtig finden, die Erwartung hätte ich gar nicht. Ich hätte persönlich eine einzige Mission eigentlich, wo ich sagen würde, so als Politikberichterstattung, etwas, was mir immer wichtig war, wo es vielleicht einen kleinen Gegensatz zur Meinung vieler Leser gibt. Ich glaube, ich hatte nie eine besonders parteipolitische Berichterstattung, aber immer eine sehr pro-Politiker-Berichterstattung. Also ich habe ein ziemlich unzynisches Verhältnis zur Politik. Und ich finde es wichtig, so über Politiker zu schreiben, dass man grundsätzlich erstmal annimmt, dass es in der Regel Leute sind dafür, die was Gutes für ihr Land bewegen wollen. Das klingt irgendwie trivial und selbstverständlich. Aber ich glaube, früher haben sich noch viel mehr Journalisten so als natürlicher Gegenpart, wenn nicht sogar Gegner zu Politikern verstanden. Heute würde ich sagen, es gibt Jäger und Sammler, wie bei den Neandertalern. Es gibt welche, die wollen in erster Linie investigativ arbeiten und was aufdecken. Das ist total wichtig. Aber vielleicht noch wichtiger als früher sind diejenigen, die einfach auch nochmal erklären, wie das ganze System funktioniert, warum Politiker so sind, wie sie sind und damit auch zu einer Akzeptanz beitragen von Verhaltensweisen, wo manche Leute den Kopf drüber schütteln. Also sagen, warum redet da jetzt jemand so verschwiemelt oder warum dauert irgendwas so lange? Ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe von Journalismus, auch gerade im Lokalen, so wenn es um Kommunalpolitiker geht, die es schwerer haben als früher, die zum Teil also massive Bedrohungen und so aushalten müssen.
Und das ist so das, wo ich persönlich am ehesten auch als Journalistin immer eine Mission empfunden habe, zu sagen, das ist auch Teil unseres Jobs. Also die Politiker sind nicht nur die Mächtigen, sondern die sind auch gleichzeitig eine Kaste, die es im Moment oft extrem schwer hat. Jetzt müssen wir noch kurz oder will ich noch kurz über Ihre Stiftung. Gerne. Seit Anfang dieses Jahres 2020 Geschäftsführerin bei der Hertie-Stiftung sprechen. Ein Projekt, das Sie schon angedeutet haben, ist Demokratie stärken. Vielleicht können Sie dazu sagen, was Ihr Befund ist und wie Sie auf ihn reagieren wollen. Naja, dass die Demokratie in der Krise ist, ist ja klar, glaube ich, auf unterschiedlichste Weise. Das zeigen die ganzen Umfragen, dass Menschen weniger Vertrauen haben. Die Repräsentanten sind unter Beschuss, auch im ganz wörtlichen Sinne, blöde Metapher, gebe ich zu. Aber ja, die Hertie-Stiftung ist eine große private Stiftung, die viele Projekte macht, die bekannt sind, wie Jugend debattiert oder die Hertie School of Governance hier in Berlin. Und ich glaube, dass wir erfinden gerade viele neue Sachen, von denen ich zum Teil auch noch gar nicht erzählen kann. Aber wichtig ist mir, dass wir anders vielleicht als einige, die sonst so in diesem Themengebiet Demokratie leben, dass zum Beispiel die Familienministerin Frau Giffey fordert, ja, so eine bisschen andere Tonlage und einen anderen Zugang zum Demokratiethema haben. Eins habe ich vorhin schon erwähnt, kein Preaching to the Converted. Also wir wollen nicht in erster Linie diejenigen mit Demokratiethemen beschallen, die sich sowieso schon beruflich damit beschäftigen. Für mich ist aber vor allem auch zum Beispiel sowas wie Jugend debattiert beispielhaft. Das ist ein betriebswirtschaftlich würde man sagen, das ist sowas wie unser Signature Product. Ja. Denn da geht es darum, dass Demokratie nicht einfach das ist, was ich mir wünsche, mein Wille geschehe, sondern Demokratie ist etwas, was Regeln und Ordnung erfordert. Bei Jugend debattiert üben Leute im parlamentarischen System, ihre Meinung zu äußern, zu streiten und lernen aber auch, dass dieser Streit irgendwann wieder vorbei ist. Die lernen, dass Politik auch was mit Frustrationstoleranz zu tun hat, dass man aushalten muss, dass man mal nicht gewinnt. Und wir sind eigentlich diejenigen, die ja Skills, Eigenschaften, Fertigkeiten vermitteln wollen. Genauso mit der Hertie School of Governance, wo wir seit vielen Jahren versuchen, Leute darin besser zu machen, die irgendwie im Regierungsapparat eine Rolle spielen. Also man kann sagen, während sich sonst viele andere Stiftungen im Moment mit sowas wie Beteiligung, auch Alternativen zum politischen Parteiensystem beschäftigen, versuchen wir eher möglichst viele Leute fit zu machen, darin eine positive, wie proaktive Rolle zu spielen. Was muss man sich konkret vorstellen? Demokratie stärken vor Ort, wo die Leute noch nicht überzeugt sind. Wie stelle ich mir das vor? Irgendwo im Land passiert was. Ja, also bei Jugend debattiert machen im Moment gerade 200.000 Jugendliche in ganz Deutschland irgendwie mit und machen da ihre Schulwettbewerbe und so. Aber ich kann Ihnen mal erzählen, was ich jetzt heute Vormittag zum Beispiel gemacht habe, bevor ich hierher gekommen bin zu Ihnen. Da habe ich lauter E-Mails an Chefredakteure von Zeitungen geschrieben. Wir haben eine Stiftung, die heißt, ist eine Tochter von der Hertie-Stiftung, das ist die Start-Stiftung. Da fördern wir jedes Jahr im Moment über 500 Schüler mit Migrationshintergrund. Die kriegen Geld, die kriegen bis zu 1.000 Euro im Jahr für Bildung, können also für bestimmte Bücher oder Reisen oder was auch immer da Geld beantragen. Die kriegen Coaching, die kriegen Förderprogramme unterschiedlichster Art, sind 3.000 Alumni in ganz Deutschland. Und es gab ja nun nach den Morden von Hanau eine Diskussion darüber, sind unsere Medien divers genug? Sitzen da nicht eigentlich nur, ist da sozusagen das Land hinreichend repräsentiert, auch in den Redaktionen? Und da haben wir jetzt gesagt, okay, also das Problem werden wir nicht von heute auf morgen lösen können, aber was wir machen können, ist, dass Staatsstipendiaten Redaktionen besuchen. Und zwar nicht nur so wie eine Schulklasse, die sich da einmal umschaut und sagt, ah ja, war ja interessant, hier mal sich umzugucken, sondern wir wollen da wirklich Dialoge machen, wo die Schüler vorbereitet hingehen, wo die sich mit den Zeitungen vorher beschäftigen und so eine Art Blattkritik machen und wirklich in den Austausch kommen, damit die Meinungen und Sichtweisen dieser Schüler irgendwie in den Redaktionsalltag Eingang finden. Und das bitte auch nicht nur zu Fragen von Integration und Migration, weil nicht jemand, der irgendwie aus einer Flüchtlingsfamilie kommt, soll dann nur über Flucht sprechen können, gerade nicht, sondern der soll zu aktuellen Themen dieser Zeit mitreden. Ja, und das versuche ich jetzt. Also insofern habe ich noch ein bisschen mit Journalismus auch zu tun, weil ich versuche, ich hatte erst gedacht, ich mache gerade andere Sachen. Ich habe jetzt wirklich bewusst meinen Job gewechselt,
Aber ich merke eigentlich jetzt, seit ich da bin, jetzt seit 2 Monaten, dass es doch auch ganz viele Verbindungen gibt. Auch Stiftungsarbeit ist in gewisser Weise Kommunikation. Also wir versuchen halt mehr mit unseren Projekten, auch mit neuen Sachen, die wir uns ausdenken, Sensibilität dafür zu schaffen, für bestimmte Ziele, für bestimmte demokratische Werte. Wir wollen den Diskurs beflügeln und wollen damit am Ende Leute dazu bringen, wie Sie, Politiker, dass sie unsere Anliegen aufgreifen und umsetzen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie hier bei mir waren. Herzlichen Dank für die Einladung.